Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Birgit von Kreativstempel und ich habe euch heute wieder ein Bastelvideo mitgebracht. Und zwar möchte ich euch heute etwas Besonderes vorstellen und euch aufmerksam machen auf unsere Projektsets im Katalog. Und zwar findet ihr diese Projektsets auf der Seite 200-201 und auf der Seite 202 und 203, beziehungsweise nennen wir sie auch Komplettsets. Diese Komplettsets sind hervorragend für zum Beispiel Anfänger, weil ihr habt hier alles drin, was ihr braucht, um Karten zu basteln. Viele fangen ja mit dem Kartenbasteln an und das habt ihr dann alles drinnen. Ihr habt Umschläge, ihr habt Karten, ihr habt Embellishments, Verzierungen. Ihr habt meistens ein Stempelset, nicht immer, aber meistens ein Stempelset. Und ihr könnt dann sofort loslegen. Und ihr habt eine genaue Beschreibung drin, wie diese Sets funktionieren. Und das ist super toll. Sie sind aber auch toll geeignet, wenn ihr auf Reisen seid. Wenn ihr zum Beispiel jetzt kommt die Urlaubszeit, jeder fährt jetzt in den Urlaub oder viele von euch, oder ihr seid zu Hause und macht ein Kurzwochenende irgendwo, fahrt zu Verwandtschaft, Bekanntschaft oder macht ein Wellnesswochenende, keine Ahnung, irgendwas in diese Richtung und ihr wollt aufs Basteln nicht komplett verzichten, dann sind diese Sets optimal, weil sie sind kompakt, klein und ihr habt alles drin, was ihr braucht. Ihr braucht nur noch Schere, Kleber und schon kann es losgehen. Und deswegen sind die super, super toll. Oder als Geschenk für jemanden. Es ist auch eine schöne Sache, weil da ist auch alles drinnen. Oder wenn ihr jemanden einfach mal auf Stampin' Up aufmerksam machen wollt, ist wirklich eine tolle Geschichte. Und wie gesagt, ich werde euch demnächst zwei Sets vorstellen. Einmal ist es das Set auf der Seite 201 und das nennt sich Projekt Set Filz und Freude. Das werde ich euch im nächsten Video vorstellen. Heute habe ich euch das Set mitgebracht auf der Seite 202 und 203 Kartenset Freudige Ereignisse. Darum geht es heute. Diese beiden anderen Sets habe ich euch schon mal gezeigt. Ist gar nicht wahr, ich lüge gerade. Sorry, ich habe euch nur das Set hier unten gezeigt. Das Komplettset. Kartenset Gruß und Glück, das hatte ich nämlich schon einmal euch vorgestellt in einem extra Video. Das verlinke ich unten in der Infobox. Da habe ich euch schon mal gezeigt, wie das funktioniert. Das ist übernommen worden in den Katalog, weil es ein traumhaft schönes Set ist. Dieses hier habe ich euch noch nicht gezeigt, habe ich aber auch da, wird auch kommen. Also ihr habt jetzt dann demnächst drei Videos. Also heute das eine mit dem Set Kartenfreudige Ereignisse und hier als nächstes dann eben entweder das Kartenset Liebes Dankeschön oder von der Seite 201 das Projektset Filz und Freude. Also, wir beginnen mit diesem Set. Ich habe es euch mitgebracht. Und zwar kommt das in dieser Schachtel. Und in dieser Schachtel, also finde ich schon mal nett, gerade zum Transportieren im Urlaub oder wenn ihr auf Reha seid oder im Krankenhaus, habe ich auch immer mal wieder Kunden, das ist natürlich nicht so schön, aber auch da kann man sowas mitnehmen. So, in diesem Set habt ihr drinnen eine genaue Beschreibung und zwar in mehreren Sprachen. Auf Deutsch steht es dann hier. Hier steht genau drin erklärt, wie das Ganze funktioniert. Hier stehen auch noch Tipps mit dabei und auch ein Videotipp ist dabei. Und hier hinten findet ihr dann die Kartenbeispiele, wie sie aussehen können. Und die 1, 2 und 3 habt ihr dann hier quasi in der Legende, was das bedeutet, was ihr tun müsst mit den einzelnen Bestandteilen. Hier habt ihr fünf verschiedene Motive drin. Und von jeder Karte bekommt ihr drei Stück. Und zwar sind das diese. Also von jedem Motiv sind drei Stück drinnen. Einmal dieses mit dem Flugzeug. Dann dieses mit diesen Palmen. Wieso habe ich da jetzt eins zu viel drin? Das weiß ich jetzt gar nicht. Wahrscheinlich habe ich es vergessen, in die andere Hülle zu tun. Also auf jeden Fall sind es normalerweise von jedem drei Stück. Dann habt ihr die passenden Umschläge dazu, also 15 Stück. Ja. Dann habt ihr dazu das Stempelset. Ich hoffe, man kann das jetzt gut erkennen. Also hier steht drinnen, das sieht man jetzt ein bisschen schlecht, weil ich schon mal abgelöst habe. Lieben Dank, werd schnell wieder gesund. Das ist so zum Verzieren hier noch was. Dann schönen Geburtstag, deine Freundschaft tut gut und hier noch zum freudigen Ereignis. So, das ist dabei. Ihr habt einen kompletten Stempel-Acrylblock dabei, wo alle Motive draufpassen. Ihr habt ein kleines Stempelkissen in Bermuda Blau.
Dann habt ihr einen Bogen mit fünf verschiedenen Etiketten. Von jedem habt ihr drei Stück drinnen. Dann habt ihr zwei Bögen Dimensionals und einen Bogen diese kleinen Clue Dots. Dann habt ihr drei Bögen von diesen 3D-Objekten drinnen. Und ihr habt noch drei Bögen von diesen Glanzaufklebe-Etiketten und Verzierungen drin. Also das alles findet ihr in diesem tollen Set. Es ist wirklich, wirklich ein schönes Set. Sehr umfangreich und ja, traumhaft schön. So, und ich möchte euch jetzt mal die Karten zeigen. Und ich möchte euch auch zusammen mit euch die Karten durcharbeiten. Das heißt, wenn ihr das Set anfangt, könnt ihr euch am besten hier an dieser Anleitung orientieren. Hier steht ja alles da und legt euch am besten immer die Beispiele dazu. Und hier könnt ihr dann gucken, aha, hier ist dieser Aufkleber drauf, das Etikett und wie gesagt, hier ist es beschriftet. Die Nummer 1 bedeutet, dass das Etikett bestempelt werden soll mit Bermuda-blauer Tinte. Die Nummer 2, die ist leider vertauscht. Hier steht Nummer 2 Sticker aufkleben. Der Pfeil müsste aber hier hinten auf das Goldene gehen, weil das ist nämlich der Sticker. Und das ist das Etikett, den ihr mit Dimensionals aufsetzt. Also die 2 und die 3 ist vertauscht, ja. Und bei der 4 steht dann auch nochmal optional mit Dimensionals aufsetzen. Ne? Also das euch immer zurechtlegen. Und dann beginnen wir jetzt hier mal mit der ersten Karte. Das ist die mit diesen Häuschen. Und dazu braucht ihr einmal eben die entsprechende Karte. Dann braucht ihr das passende Etikett. Ich tue das schon mal hier vorbereiten. Dann brauchen wir noch diesen Bogen. Ich habe es jetzt nur nicht abgelöst schon, weil das klebt ja. Und dafür braucht ihr hier dieses Eckige. Ja? Also zu diesem eckigen Etikett gehört dieses eckige Design. Und das löst ihr euch hier erst einmal vorsichtig heraus. Das ist selbstklebend und ist also quasi so eine goldene Glitzerfolie. Am besten, ihr tut es an der einen Seite so ein bisschen hier anheben. Dann kriegt es besser raus. Ihr müsst es ein bisschen vorsichtig machen, damit euch nichts abreißt. Und dann könnt ihr das Ganze schon aufkleben. Ich nehme da immer ganz gerne eine Pinzette dazu. Dann kann ich das leichter anfassen. Wo ist denn jetzt meine Pinzette hier? Alles bleibt stehen. Keiner verlässt den Raum, sagt man immer so schön. Meine Pinzette ist weg. Ich habe sie. Ja, nur der Experte kennt sich in seinem eigenen Chaos aus. So, ich habe sie gefunden. Und dann setzt ihr die hier, dass diese beiden Ecken hier schön auf diesen Streifen draufpassen und schön mittig setzt ihr die euch auf und drückt sie euch fest. Wie gesagt, die ist ja komplett selbstklebend. So, dann braucht ihr noch aus diesem Bogen die Bäumchen dazu. Schaut euch das mal an, ich habe mich schon wieder voll gekleckert. So, dann braucht ihr euer Stempelkissen in Bermuda-Blau. Ich möchte das kleine nicht aufreißen, weil ich nehme meistens diese großen. Nehme mir jetzt den Spruch lieben Dank aus meinem Stempelsatz. Tue ich das mal hin. Lieben Dank. Und dann können wir uns das jetzt bestempeln. Brauche noch das passende Etikett dazu. Und dann stempelt ihr euch hier schön mittig euren Spruch auf. Mein Stempelkissen ist übrigens sehr, sehr satt und saftig befüllt. Da wird der Abdruck leider manchmal nicht ganz so schön. Wenn euer Stempelkissen zu saftig ist, dann einfach einmal zwischendurch abstempeln. Und also ich finde es jedenfalls, wenn es zu saftig ist, wird es nicht ganz so filigran und schön. So, also da kann man dann, wie gesagt, zwischendurch mal abstempeln. So, jetzt habt ihr das schon erledigt. Und jetzt könnt ihr euch das... Ist auch eins zu viel, gell? Oder ist doch eine Karte vielleicht von dem einen mehr, aber normalerweise heißt es 5 Designs, 3 Karten. Na gut, dann habe ich einmal zu viel. Vielleicht, manchmal gibt Stampin' Up auch eins mehr dazu, falls man sich mal verstempelt, ne? Aber ihr habt auf jeden Fall nie zu wenig drin, das ist schon mal wichtig. So, jetzt nehmt ihr euch die Dimensionals und klebt euch dann hinten. Hier in dem Fall reichen jetzt 3 Stück, 3 große Dimensionals drauf. Zieht euch die Folien ab.
Und dann könnt ihr euch das hier aufsetzen. Schön mittig hier ringsherum den Rand vom Etikett aufpassen. Und dann nehmt ihr euch die Bäumchen und da klebt ihr euch auch hinten Dimensionals drauf. Und dann könnt ihr euch die hier arrangieren, wo ihr das gerne möchtet, wo es euch gut gefällt. Also da müsst ihr jetzt nicht irgendwie was Grundsätzliches beachten, so dass es halt einfach schön aussieht. So, und dann könnt ihr eure Karte schon zusammenfalten. Und schon ist sie fertig. Also ihr seht, das ist nicht nur was für den Urlaub, wo man mitnehmen kann, sondern auch was, was man ganz schnell mal basteln kann, wenn man jetzt ganz flott eine Karte braucht, weil man gerade erfahren hat, oh, da hat ja heute jemand Geburtstag oder ich möchte jetzt jemandem Danke sagen, ganz schnell. Und dann habt ihr auch was Schönes da. Und ich finde, die machen echt was her. Die sind wirklich ganz, ganz, ganz edel. Ja, so, das ist das Motiv Nummer 1. Dann zeige ich euch das zweite. Das sind diese schönen Luftballons. Das ist mein Favorit von den ganzen. Ihr braucht also hier wieder diese Karte. Dann braucht ihr diese drei Luftballons. Ihr braucht das entsprechende Etikett. Und was brauchen wir noch? Ah ja, diesen Aufkleber. Und hier seht ihr ja, sind es diese Kreise. Das ist quasi hier diese Bordüre. Die zieht ihr euch auch einfach wieder ab und legt sie dann hier ganz am Anfang an die Falz und direkt über dieses schwarze Motiv an den Rand. Schaut, dass es schön gerade ist und drückt es einfach fest. Dann könnt ihr wieder euer Etikett bestempeln. Gerade hatte ich es noch. Dazu nehmt ihr euch wieder eure Unterlage. Passt auf, dass die gerade Seite nach links zeigt. Und wir brauchen jetzt den Stempel Schönen Geburtstag. Den setzt ihr euch wieder auf euer Stempel, auf euer Acrylblock. Einfach mal betupfen und dann gucken, ob alles richtig drauf ist. Ich muss jetzt hier ein bisschen gucken, weil mit der Kamera, die stört mich oft ein bisschen. Kann es sein, dass ich nicht ganz gerade bin oder nicht ganz mittig bin, weil die ja hier genau in Höhe meines Kopfes hängt. Aber es hat einigermaßen geklappt. Stempel wieder reinigen. So, und dann können wir die Karte wieder zusammensetzen. Und zwar würde ich die jetzt hier als erstes falten, weil hier kommt das Etikett genau an den Rand. Und dass man sich dann besser orientieren kann, faltet ihr euch die Karte. Jetzt klebt ihr das wieder mit großen Dimensionals auf. Dazu nehme ich mir jetzt einfach ja so 5 Stück vielleicht an jede Ecke und eins noch in die Mitte. Und dann wieder hier die Folien abziehen. Habe ich schon. Und dann setze ich mir das hier mit der Pinzette. Kann ich das schöner greifen? Und setze mir das hier so an den Rand, schön gerade festdrücken. Und jetzt könnt ihr hier noch die Luftballons aufsetzen. Ich habe mir das jetzt hier so gemacht, dass der in den Hintergrund kommt. Ihr seht ja, wie es gestempelt ist oder wie es hier vorgedruckt ist. Dann kommt der zuerst in den Hintergrund. Das heißt, ich mache mir bei dem großen überall hinten, das habe ich schon mal vorbereitet, damit das jetzt nicht so lange dauert. Das ist ja langweilig, wenn ihr mir zuschaut, wie ich ganz viele Dimensionals aufklebe. Und setzen wir den jetzt hier so in den Hintergrund. Jetzt könntet ihr auch sagen, oh, das reicht mir schon. Ihr müsst nicht alle draufkleben. Ihr könnt auch gar keine draufkleben. Aber es sieht schon so schöner aus, finde ich. Jetzt klebe ich mir hier hinten den noch in den Hintergrund. Hier reichen mir jetzt eigentlich 2. Und dann setze ich mir den auf. Bei dem dritten Luftballon achtet ihr darauf, dass ihr nur hier in dem Bereich und hier unten ein Dimensional hinmacht, weil das müsst ihr ja jetzt hier überlappend hinkleben. Jetzt könnt ihr das hier unten drunter schieben, ihr könnt es auch hier oben drüber. Das ist Geschmackssache. Ich glaube, ich mache es jetzt hier mal oben drüber, oder? Grüßt doch unten drunter. Ja, ich glaube, so ist besser, ne? Also wieder diese Folien abziehen. Ihr könnt die auch zuerst aufkleben und dann das Etikett. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Da gibt es jetzt auch keine Vorschrift. So, und dann klebt ihr euch das hier in den Hintergrund
Und fertig ist die zweite Karte. Und ich finde, die sind wirklich echt toll. So, dann kommen wir zur dritten Karte. Das ist die mit dem Flugzeug. Da ist der Stempel zum freudigen Ereignis. Hier braucht ihr wieder aus den Bögen diese einzelnen zugehörigen Teile. Und hier kommt jetzt wieder eine Bordüre hin. Und diesmal ist es hier diese eckige, die aussieht wie eine Leiter. Und die klebt ihr euch jetzt hier genau über diese schwarze Linie. Schaut auch hier, dass ihr das wieder schön gerade macht. So, und festdrücken. Dann geht es wieder ans Stempeln. Ihr dreht euer Etikett so, dass diese farbigen Linien nach links zeigen. Dann nehmen wir uns den Stempel zum freudigen Ereignis. Und stempeln uns den hier auf das Etikett. Möglichst gerade. Ich finde die Schriftzüge auch sehr, sehr schön. Ihr könnt eure Karten natürlich auch anders gestalten. Ihr könnt da noch viel Embellishments dazu, noch ein paar Schleifchen dazu oder noch ein paar Glitzersteine oder. Also das könnt ihr gerne machen, wie ihr das möchtet. Das könnt ihr ergänzen, ihr könnt aber auch was weglassen. Ja, auch hier wieder Dimensionals hinten drauf und auch wieder eins in die Mitte. Ich mache das auch gerne dann mal so versetzt. Schutzfolien abziehen. So, und auch hier wieder an dem Rand anhalten, dass es hier bündig abschließt und ein bisschen noch in den schwarzen Streifen hineinragen und das goldene überkleben. Ja, so, und jetzt kommt hier noch der Flieger in den Hintergrund. Den habe ich mir auch schon vorbereitet. Den habe ich jetzt gemischt mit großen und kleinen Dimensionals, dass der auch überall wirklich schön haftet. Dann zieht man hier auch wieder diese Folien ab. Und dann könnt ihr euch den hier schön über das Motiv setzen. So, und fertig ist die nächste Karte. Das ist schon echt eine schöne Sache, auch mit dem Aquarellhintergrund. So, jetzt kommen wir zur vorletzten Karte. Das ist diese hier. Hier habt ihr so kleine Wassertropfen im Hintergrund. Da passen jetzt nicht die Dimensionals dahinter. Die könnt ihr euch dann hier mit diesen Klebepunkten machen. Ihr könnt auch die Motive alle mit diesen Klebepunkten machen. Nur finde ich, stehen die dann nicht so schön also die haben dann nicht so diesen großen 3D-Effekt. Aber das könnt ihr auch mit denen machen, wenn euch das besser gefällt. So, jetzt nehmt ihr wieder eure Karte. Ihr braucht einen Aufkleber von den selbstklebenden, diesmal hier diesen runden. Zieht euch das wieder hier vorsichtig von der Trägerfolie runter. Am besten fangt ihr eben hier bei diesen filigranen Teilchen an, zieht es dann ab. So, und jetzt könnt ihr euch das hier drauf drapieren. Und zwar so leicht schräg, sodass hier oben und unten die Blüten hinkommen, beziehungsweise die Blätter. Und dann klebt ihr euch das hier schön mittig über das schwarze vorgedruckte. Jetzt wird wieder gestempelt. Dieses Mal braucht ihr das runde Etikett und wir nehmen den Spruch "Werd schnell gesund". Also solche Karten braucht man ja auch immer mal, ne? Ist immer mal jemand krank und dann einfach nette Genesungswünsche schicken ist immer eine feine Sache. Meistens freuen sich die Leute da sehr drüber. Also das ist eine nette Geste, finde ich immer. So. Auch das wieder ein schöner Schriftzug, wie ich finde. So, jetzt kann das hier wieder mit Dimensionals aufgebracht werden. Hier nehme ich auch gerne so vier Stück. Wieder abziehen. Na, jetzt habe ich es auch ganz runtergerissen. Das passiert auch mal. So, und jetzt könnt ihr euch hier, wenn ihr das gemacht habt, diese kleinen Tropfen, diese hier, die habe ich jetzt hier noch drinnen, diese kleinen Wassertropfen rausnehmen und mit diesen 3D-Klebepunkten aufsetzen. Ich zeige es euch mal an einem. Ich wollte
wollte jetzt nicht unbedingt euch damit langweilen. Also ihr nehmt euch hier einen raus, nehmt euch dann hier diesen Glue Dot, knüllt ihn so ein bisschen zusammen und dann sucht ihr euch einfach hier einen Tropfen aus und setzt die euch da drauf. Und das könnt ihr mit allen vier machen. Das ist eine Menge, eine frickelige Arbeit. Aber es macht dann was her. Ne? Sieht schon ganz anders aus, wenn man hier nochmal diese 3D-Tropfen drauf hat. So, und jetzt kommen wir zur letzten Karte. Und das ist auch eine wunderschöne, eine tolle Karte mit Urlaubsfeeling. Schöne Palmen. Ihr braucht also die zwei Palmen. Dann braucht ihr wieder eine Grundkarte. Das passende Etikett. So, und dann noch diese Bordüre. Und das ist jetzt dann wieder dieser eckige hier oben. Die zieht ihr euch wieder ab. Was ich aber seltsam... Ach nee, es sind ja drei Bogen drin. Genau, wir haben drei Bogen drin. Also vergesst einfach, was ich gerade anfangen wollte. Hier lasst ihr jetzt ein bisschen Platz zwischen der schwarzen und eurer goldenen Folie. Setzt es an der einen Seite an und schaut dann, dass ihr es schön gerade rüberzieht. Jetzt geht es wieder ans Stempeln. Nehmt ihr euer Etikett, euer Stempelkissen und das letzte Stempelmotiv, deine Freundschaft tut gut. Ihr könnt natürlich auch andere Stempel drauf machen, ne? Also da seid ihr jetzt nicht so gebunden. Dieses Stempelset ist halt dabei. Aber man kann dann natürlich auch noch andere Sachen mitmachen. So, an die Sprüche seid ihr ja nicht gebunden. Ihr könnt auch die Farben anders nehmen. Aber das Bermuda-Blau passt natürlich hier richtig klasse dazu. Durch solche Produktsets findet ihr auch mal so ein bisschen Anregungen, welche Farben miteinander gut zusammenpassen. Hier ist ja alles schön aufeinander abgestimmt. Also das geht richtig toll. Dann setzt ihr euch wieder das Etikett mit Dimensionals auf. Hier würde ich jetzt auch wieder vier Stück an die Ecken nehmen und eins in die Mitte. Zieht wieder die Trägerfolien ab. Und dann das Etikett hier leicht nach rechts versetzt, über beide Streifen drüber. Und dann könnt ihr jetzt hier die Palmen euch aufsetzen. Ich habe das jetzt so gemacht. Ihr könnt es aber auch so machen. Also irgendwie hier noch eine zweite Palme anordnen, wie ihr das gerne möchtet. Da gibt es jetzt keine Vorschriften, wo die Palmen sind. Und hier habe ich es so gemacht. Hier habe ich mit großen und kleinen Dimensionals gearbeitet. Und hier am Stiel sind die, oder am Stamm, sind die Dimensionals ja ein bisschen zu groß. Entweder ihr knüllt die euch hier so zusammen, das geht ganz einfach, oder ihr schneidet sie mit der Schere einfach ein bisschen schmäler. Das würde auch gehen. So, und dann könnt ihr sie nämlich hier schön aufsetzen und man sieht nichts mehr davon. Dasselbe mache ich jetzt hier auch mit dem anderen. So, wie gesagt, einfach mit den Nägeln so ein bisschen zusammenkrümpfen. Hier bei dieser Palme ist es ein bisschen dicker, der Stamm. Und wenn ich den hinter das Etikett schiebe, sieht man da jetzt auch nicht so viel davon. Die setze ich mir jetzt mal so hin. Müssen ja nicht genau über die Motive gelegt werden. Das ist auch noch so Geschmackssache. Man kann die ja noch anders davor setzen. Also etwas abgeschoben von den anderen. Ja, das waren dann schon unsere Motive. Kann ich mein Stempelkissen wieder schließen, bevor es dann später zu trocken ist. Jetzt war es zu feucht. Ja, ich lege euch nochmal alle fünf Motive dahin. Also wie gesagt, ich finde sie ganz, ganz toll. Ein schönes, tolles Kartenset, womit man wirklich jemanden eine tolle Freude machen kann. Und wie gesagt, diese Sets, die sind richtig klasse für Anfänger, für Einsteiger, zum Verreisen. Ein tolles, wirklich schönes Kartenset oder wenn man einfach mal ganz schnell eine schöne Karte braucht. Ihr findet es, wie gesagt, im Hauptkatalog auf den Seiten, die ich euch vorhin gezeigt habe. Und es gibt noch eine neue Broschüre, die heißt Kreativität erleben. Die könnt ihr bei mir gerne anfordern zum Download.
Ich gebe sie meinen Sammelbestellern jetzt auch mit in die Pakete. Da habt ihr sie im Original. Und da findet ihr nämlich auch so verschiedene Sets drinnen. Also habt ihr wieder dieses Set, was ich euch gerade vorgestellt habe, oder die beiden anderen. Dann gibt es aber noch neu, die findet ihr nicht im Katalog. Zum Beispiel ein Set, das nennt sich Genussvolle Grüße. Da habt ihr dann dieses Stempelset dabei. Ihr habt einen transparenten Block dabei, ein Stempelkissen. Dann habt ihr Mini-Pizzaschachteln dabei und noch das Zubehörset Anhänger und mehr sowie Dimensionals. Und dann könntet ihr zum Beispiel diese kleinen Pizzaschachteln damit basteln. Dann gibt es als Set das Set Karten-Magnolienweg. Das habe ich euch in meinem letzten Video vorgestellt, wo es um die Bonustage ging und um das Einstiegsangebot für neue Demonstratorinnen. Das habe ich euch da live gezeigt. Ist auch ein tolles Set. Das ist das Kartenset Magnolienweg. Hier habt ihr dieses Stempelset, was es auch nicht im Katalog gibt. Einen transparenten Block in D, zwei Stempelkissen, Stampin' Spots in Waldmoos und Wildleder. Ihr habt diese schönen Karten dabei und ihr habt einen Snail dabei. Und dann gibt es noch das Set Geburtstagsfeier. Das ist mit diesem Stempelset. Das gibt es auch nicht im Katalog. Das ist ein wunderschönes Set. Damit kann man echt tolle Motive stempeln, wie ihr hier sehen könnt. Dann habt ihr dabei einen transparenten Block in D. Ihr habt die beiden Stempelkissen in Originalgröße Flamingorot und grüner Apfel. Und ihr habt diese Grußkärtchen und Umschläge in Weiß. Die sind noch nicht bestempelt, die kommen in Weiß. Hier ist nur mal so als Beispiel das abgestempelt, damit ihr seht, wie toll diese Motive hier aussehen. Das ist ein Set und immer hier oben findet ihr dann diese Bestellnummer dazu. Und dann habt ihr alle Produkte in einem. Ihr könnt sie aber auch einzeln bestellen. Also das ist eine tolle Broschüre. Und das letzte Set ist dann das Set Karten Hot Hot Hurry. Hut Hut Hurry. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ihr kennt das ja von mir. So, dabei habt ihr dieses wunderschöne Stempelset. Gibt es auch nicht im Katalog, sondern nur in dieser Broschüre. Dann habt ihr wieder den transparenten Block D. Ihr habt das Stempelkissen in Originalgröße Anthrazit. Ihr habt wieder diese weißen Grußkärtchen und Umschläge, also nicht bestempelt so wie hier, sondern in weiß. Und ihr habt eine ganze Packung Aquarellstifte dabei. Und das ist echt super toll, dieses Set. Wirklich. Also richtig süß, gerade für Geburtstagsfeiern oder Kindergeburtstag, solche Dinge. Ein goldiges Set. Ich finde ja die Eule so hübsch. Ich mag ja so Eulen. Ja. Und das ist auch nochmal eine Anregung an euch. Hier gibt es auch nochmal viele schöne Sets drinnen. Wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch bitte bei mir. Ich helfe euch da gerne. Wenn ihr irgendwas braucht von den Sachen, könnt ihr euch genauso bei mir melden. Ich habe jeden ersten und dritten Samstag im Monat immer Sammelbestellungen. Dazu schickt ihr mir einfach über das Kontaktformular, wenn ihr auf meine Homepage geht, www.kreativstempel.com, findet ihr eine Seite Bestellen und da klickt ihr drauf und dann findet ihr die Sammelbestellungen und dort gibt es ein Bestellformular, was ihr ausfüllen könnt. Da könnt ihr mir dann schreiben, was ihr gerne haben möchtet. Ihr könnt mich auch jederzeit kontaktieren. Ihr findet auch eine Telefonnummer auf meiner Homepage. Also wenn ihr Fragen habt, bitte, ich bin sehr, sehr gerne für euch da. Meldet euch einfach, ja? Okay, ihr Lieben, ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Es wird wieder eine Affenhitze. Wir kriegen am Sonntag wieder 35 Grad. Das ist ja überhaupt nicht meins. Aber gut, es gibt ja auch viele Leute, die es mögen. Ich weiß schon, was ich am Sonntag mache. Mein Schwager und meine Schwägerin haben meinen Pool im Garten. Ach, und da habe ich mich einfach mal einladen lassen und dann mache ich es mir gemütlich. Werde mir ein Eischen gönnen, werde mich nett unterhalten, genieße meine Familie. Und werde einfach nur noch im Wasser sein, weil sonst halte ich es, glaube ich, nicht aus. Also, euch allen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche zum Basteln. Tschüss, eure Birgit.